Als Christin sah, was die kleine Gabi mit ihrem kleinen Bruder machte, konnte sie einfach nicht aufhören zu weinen. Sie hatte das Glück, den Moment auf Video festzuhalten und die ganze Welt wurde Zeuge dieser herzerwärmenden Interaktion. Bevor ihr neues Baby geboren wurde, hielt es Christin für klug, ihrer Tochter Gabi zu erklären, dass sie bald einen kleinen Bruder zum Spielen haben würde. Aber in diesem Fall bedeutete bald nicht den Moment, in dem Mama mit dem Baby aus dem Krankenhaus zurückkam. Gabi würde warten müssen, bis ihr Bruder alt genug war und Mama und Papa würden immer in der Nähe sein, wenn sie mit ihm kuscheln wollte. Christin glaubte, dass sie sich ziemlich gut erklärt hatte, doch sobald ihr Mann ihr nach ihrem kurzen Krankenhausaufenthalt die Haustür öffnete, rannte Gabi sofort auf sie zu, um ihren kleinen Bruder zu begrüßen. Seit sie die Nachricht erhalten hatte, zählte sie die Tage, die sie von der ersten Begegnung mit dem besten Freund trennten, auf den sie ihr ganzes Leben lang gewartet hatte. Nun ja, seit etwas weniger als 3 Jahren. Sie wollte, dass er mit ihr spielt, mit ihr schaukelt, mit ihr durch den Park jagt und sich ihre endlosen Geschichten anhört. Aber zu ihrer großen Enttäuschung war ihr kleiner Bruder nur eine kleine Heulsuse. Er konnte nicht sprechen, konnte sich nicht aufrecht halten und schien nicht klug genug zu sein, um zu verstehen, was sie zu ihm sagte. Außerdem behandelten Mama und Papa ihn, als ob er aus Glas wäre und ließen sie nur selten mit ihm spielen. Gelegentlich durfte sie die Flasche halten und Mama beim Füttern helfen, aber richtige Spielmöglichkeiten gab es zu dieser Zeit nicht. Gabi wurde langsam ungeduldig, aber sie war intelligent genug, um zu erkennen, dass sich die Dinge langsam in die richtige Richtung bewegten. Ihr kleiner Bruder wurde von Tag zu Tag kräftiger und bald konnte er sogar schon alleine aufrecht sitzen. Obwohl sie sich wie ein großes Mädchen fühlte, das bereit war, sich um ihren Bruder zu kümmern, war ihre Mutter immer in der Nähe, um ein wachsames Auge auf ihren Jüngsten zu haben und unnötige Verletzungen zu vermeiden. Er war noch zu klein und schwach und tat kaum etwas anderes als zu weinen und nach Mamas Milch zu betteln. Bei Gabi war Christin extrem überfürsorglich gewesen. Trotz ihrer Wachsamkeit hatte sie nicht verhindern können, dass ihre Tochter kleine Unfälle hatte. Es ließ sich nicht immer vermeiden, dass Gabi hinfiel und sich den Kopf stieß. Es hatte eine ganze Weile gedauert, bis sich die Mutter zu entspannen begann. Beim zweiten Mal war sie viel weniger ängstlich, aber das bedeutete nicht, dass sie ein Risiko eingehen wollte, indem sie ihr Neugeborenes in die Obhut ihres übereifrigen Kleinkindes gab. Trotzdem gefiel es Christin, die Dynamik der Beziehung zwischen Gabi und ihrem kleinen Bruder zu beobachten. Die Kombination aus einem Kleinkind, das das Kommando übernimmt und versucht, sich um sein kleineres Geschwisterchen zu kümmern, war wirklich urkomisch. Oft wünschte sich Mama, sie hätte ihre Kamera dabei gehabt, als sie die vielen entzückenden Interaktionen zwischen den beiden beobachtete. Doch als sie die Kamera holen wollte, war der Moment immer vorbei, wenn sie zurückkam. Zu sehen, wie friedlich die beiden miteinander umgehen, erfreute ihr Herz. Eine Zeit lang war Christin etwas besorgt über die Dynamik zwischen Gabi und ihrem Bruder. Ihre älteste Tochter war 3 Jahre alt und daran gewöhnt, die ganze Aufmerksamkeit der Familie zu bekommen. Sie war das erste Enkelkind in der Familie, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Deshalb bekam sie sogar von allen Großeltern die größte Aufmerksamkeit. Als Mama schwanger wurde, waren alle sehr aufgeregt über den neuen Zuwachs. Sie waren sich aber auch darüber im Klaren, dass Gabi sich ein wenig bedroht oder sogar verlassen fühlen könnte, sobald ein weiteres Baby in die Familie kommt. Aus diesem Grund haben sie sich sehr bemüht, ihre Tochter auf die wichtige Rolle vorzubereiten, die sie im Leben ihres Bruders spielen würde. Es wurde immer großer Wert auf ihre Rolle als große Schwester gelegt, die auf ihre eigene Art und Weise eine Mentorin und Beschützerin sein sollte. Und sie füllte diese Rolle mit großer Hingabe aus. Als der kleine Bruder noch klein war, erwischte Christin Gabi oft dabei, wie sie neben seinem Bettchen stand, während er tief schlief. Wenn sie fragte, was sie da tat, antwortete sie, dass sie nach ihm sah und sicherstellte, dass er süße Träume hatte. Manchmal, wenn die Mutter versteckt um die Ecke stand, konnte sie hören, wie Gabi sich mit ihrem schlafenden Bruder unterhielt. Gabi erzählte ihm von ihren ausgeklügelten Plänen, mit ihm in den Park zu gehen, wo sie ungehindert herumlaufen konnten. Dann würde sie ihn dazu drängen, schnell erwachsen zu werden, damit sie das Leben gemeinsam genießen könnten. Als er anfing, sich ganz alleine aufzusetzen, begann der meiste Spaß. Gabi hatte eine sehr fröhliche und verspielte Art und sie hatte die faszinierende Fähigkeit, die Aufmerksamkeit ihres Bruders sofort auf sich zu ziehen. Wenn sie einen Raum betrat, folgten die Augen ihres Bruders ihr sofort.
Dann fing Gabi an, blöde Grimassen zu schneiden, was er sehr liebte. Wegen dieser albernen Grimassen hörte Christian ihren Jungen zum ersten Mal aus der Tiefe seines Bauches lachen. Gabi unterhielt ihren kleinen Bruder stundenlang mit ihren Streichen. Als ihr Junge etwa 7 Monate alt war, beschloss Christine, dass sie an diesem Tag ein Video von ihren Kindern machen würde. Eine Zeit lang saßen die beiden nur still da, aber dann erlebte Gabi einen Moment der puren Liebe. Die große Schwester öffnete ihre Arme und ihr kleiner Bruder beugte sich vor, um sie zu umarmen. Seine Arme verschränkten sich mit denen seiner Schwester. Sie verharrten einen Moment in einer süßen Umarmung. Dann löste sich der kleine Bruder und sah seiner Schwester direkt in die Augen. Die ganze Zeit über redete er aufgeregt mit ihr und gluckste, während Gabi seine Handlungen nachahmte. Es war ein Gespräch, das nur die beiden verstanden. Gabi war mit diesem besonderen Moment noch nicht fertig. Mit sanften Worten ermutigte sie ihren Bruder, wieder zu ihr zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich schon ein wenig von seiner großen Schwester entfernt. Es würde eine kleine Anstrengung erfordern, die Kluft zwischen den beiden zu überbrücken. Mit ein paar sorgfältig ausgeführten Sprüngen war er wieder in den Armen seiner Schwester. Ihre zweite Umarmung war ein reiner Glücksmoment. Das war das Spiel, das jetzt in vollem Gange war. Gabi hatte bereits gelernt, wie wichtig aufmunternde Worte sind, deshalb sagte sie zu ihrem kleinen Bruder, dass er seine Sache gut macht, wenn er sich umarmen lässt. In dem Moment, in dem er sich zurückzog, berührte sie seine Schultern und forderte ihn auf, zurückzukommen. Jede Umarmung war etwas Besonderes und für einen Moment hatte Mutter Christin das Privileg, nicht nur die besondere Bindung und Dynamik zwischen ihren beiden Kindern zu beobachten, sondern auch die Gelegenheit, den Moment auf Video festzuhalten. Sie konnte nicht anders, als ein paar Tränen zu vergießen, als sie sah, wie zärtlich die beiden miteinander umgingen. Sie hatte schon immer vermutet und gehofft, dass sie beste Freunde sein würden. Aber jetzt sah sie, wie sich ihre Bindung vor ihren eigenen Augen festigte. Nicht nur, dass sie aus der Ferne Teil dieser greifbaren Darstellung von Liebe und Zuneigung zwischen Geschwistern war, jetzt würde sie auch das Privileg haben, es mit ihrem Mann zu teilen. Und danach beschloss sie, es auch ins Internet hochzuladen. Christine hatte nicht damit gerechnet, eine so große Resonanz in den sozialen Medien zu bekommen. Schließlich war dies ein ganz besonderer Moment für sie als Mutter, aber für andere Menschen mag dieses Video unsinnig erschienen sein. Als Fremde jedoch sahen, wie die beiden Geschwister miteinander umgingen, waren sie irgendwie tief berührt und wollten das Video im Gegenzug mit einigen ihrer Freunde und Familienmitglieder teilen. Manchmal ist der Versuch, ein Ereignis zu beschreiben, einfach nicht so beeindruckend wie der Moment, der auf Video festgehalten wurde. Auf den ersten Blick scheint das Video, das Christine geteilt hat, sehr einfach zu sein. Die Aufnahmen scheinen nichts Außergewöhnliches zu sein, aber dieser besondere Moment hat die Herzen vieler Menschen berührt. Vielleicht lag es daran, dass die Liebe zwischen einem Kleinkind und seinem kleinen Bruder so rein und unverfälscht ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sich jeder insgeheim danach sehnt, geliebt, umarmt und geschätzt zu werden. Was auch immer der wahre Grund für die Reaktion auf dieses Video ist, es zeigt, dass es die einfachen Dinge im Leben sind, die am meisten Sinn machen und doch den größten Unterschied ausmachen. Hat dich dieser Beweis der Zuneigung zwischen einer Schwester und ihrem kleinen Bruder tief berührt? Stimmst du dem Sprichwort zu, dass Blut dicker als Wasser ist? Wir würden gerne wissen, was du über dieses Video denkst, also schreibe einen Kommentar in den unten stehenden Abschnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten unglaublichen Geschichte.